der Lockruf Adventskalender, Tür Nummer 14. Und das ist die Tür, auf die ich mich persönlich ganz besonders gefreut habe, denn da fällt ja der Satz der Sätze. Und wenn Sie jemanden irgendwann mal erklären müssen, was Lockruf ist, dann spielen Sie ihn einfach dieses Take vor. Dieser Satz, den Sie gleich hören, der wird immer wieder zitiert. Letztens war er auch zu lesen bei uns im Sternenmagazin in Bruno und er erklärt eigentlich den ganzen Wahnsinn von Lockruf Leipzig. Der Satz, der in die Lockruf-Geschichte einging. Alle, die im Stadion waren, werden sich an diesen Moment im Aufstiegskrimi gegen Blau-Weiß Leipzig erinnern. Erst trifft der Gastgeber, dann dreht Lok durch ein Eigentor und den Last-Minute-Kopfball von Sven Helmuth doch noch das Spiel und bleibt damit Tabellenführer in der Bezirksliga. Und dann ausrasten. Blümi im Strafraum, Ecke. Jawohl. Handspiel moniert, aber das war Schienbein. Ich will eine kurze Ecke, aber gerne auf Wien reinschlagen. Ball kommt! Keiner köpft! Eigentor! Ja! Jawohl! Setzen Sie sich wieder hin! Wir haben es gemacht! Und stehen Sie gleich wieder auf, dass wir das zweite machen! Eigentor Blau-Weiß! Letztlich kommt aus dem Abseits, verlängert. Einwurf ist ja abseitsfreie Zone, wenn man so will. Flankt dann in die Mitte. Gegenspieler von Sommer verschätzt sich. Der nimmt den Ball an. Luft dann! Bei Blau-Weiß kriegen Sie den Ball nicht weg. Oh, und dann schlagen sie ihn raus. Trinkum 1-1, stark. Und köpft sogar noch den Ball zu Knuff. Und er hat ihn noch. Spielt ihn vor und holt die Ecke. Sauber, Stefan Knuff. Also wenn jetzt noch ein Tor fällt, suchen Sie mich nicht. Ich habe mich den Oberrang runtergestürzt. Jetzt! Tor! Ja! Ja! Wenn die Häuser! Was, wenn die Häuser! Es war Sven Helmuth, wenn ich es nicht gesehen habe. Scheißegal! Sowas von scheißegal! Lockrufradio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.